hatte es eilig, zu den Fans zu kommen. Ein Sieg gegen den Rivalen aus Ingolstadt. Umwerfend, auch für den Keeper. Ja, das ist natürlich super, denn Derby gewinnen ist immer geil und macht natürlich sehr viel Spaß. Und war sehr hart und kämpft der Sieg heute, ja. Es war ein sehr guter Eishockeyspiel. Nürnberg hat gezeigt, warum der sind Tabellenführer. Zwei Unterzahltore kassiert und ich glaube, insgesamt muss man schauen, dass wir vorne ein bisschen bissiger sind, dass wir mehr Tore schießen. Die Entscheidung fiel in der Schlussminute. 3:2 führten die Ice Tigers aus Nürnberg. Bartha zu Brad Lieb. Und der macht das 4:2. Und wird damit zum Matchwinner. 50 Sekunden vor Schluss sein drittes Tor, an diesem Abend sein vierter Saisontreffer. Fitzinetz, der Verteidiger, wohl auch nicht mehr mit dem letzten Einsatz. Bist du froh über deine drei Tore? My answer will be in English. In Englisch. Meine Reihe war sehr stark, Bartha und mein Bruder Greg. Wir spielen schon einige Zeit zusammen, es läuft, wir machen nichts Besonderes, aber die Dinge entwickeln sich und jetzt passt alles. Zwei Schüsse aufs Tor, beide von Nürnberg, mehr gab es nicht im ersten Drittel. Bis zur 9. Minute, dann der Pass von Eriksson auf Brad Lieb. Das war das 1:0 für die Ice Tigers. 27 von 30 Schüssen hielt Ian Gordon. Aber Brad Lieb ist dafür bekannt, dass er direkt abzieht. In diesem Fall von der blauen Linie. Danach tat ein wenig Gymnastik gut für den Hals. Besonders bei Lieb nach all den Klapsen auf den Helm. Beide Teams gleich stark im ersten Drittel. Das sah Andreas Brockmann und auch der Gästetrainer. Ich finde, über beide Strecken haben wir sehr gutes Eishockey gespielt. Auch in der ersten Drittel haben wir unsere Chancen gehabt. Wir haben auch außer dieser ein Gegentor, ich glaube, nur 5 Schüsse auf Tor gelassen. Und wir haben auch unsere Chancen gehabt. Im zweiten Drittel eine Minute gespielt. Dann passt Richard Müller zu Bob Wren und es steht 1:1. 63 Sekunden gespielt. Greg Thompson jetzt zufrieden. Bob Wren hatte Rückenprobleme. Jetzt trifft er. Scorerpunkt für den Neuzugang Richard Müller. Nach dem Ausfall von Thomas Greilinger verpflichtet. Wenig später muss Ingolstadt in Unterzahl eine weitere Hinausstellung hinnehmen. Chatier bekommt hier 2 Minuten wegen Hakens. Die Schiedsrichter schauten das sehr genau hin. 27 Sekunden dazu noch für Jakob Fitzinetz. 5:3. Powerplay der Ice Tigers. Jeff Likens und Ian Gordon hat die Scheibe. Der Schlagschuss von Likens. Dann kommt Kemp nicht mehr dran, wird abgeblockt. Die letzten Sekunden 5:3, bis Fitzinetz wieder aufs Eis darf. Nürnberg mit Kemp und Likens an der blauen Linie. Ein Schuss? Nein, ein Pass. Brad Lieb. 2:1, der Führungstreffer in der 21. Minute. Zweiter Treffer in diesem Spiel für Lieb, den Ex-Panther, just als der Gegner genau 3 Sekunden zumindest wieder zu viert war. Kemp täuscht den Schuss an der Pass auf Lieb. Powerplay-Tor zur Führung der Ice Tigers. Nächste Überzahl, als Ingolstadts Bob Rand 2 Minuten wegen Beinstellens bekommt. Wieder postieren sich die Ice Tigers zum Powerplay. Aber diesmal fahren sie einen Konter. Matt Hussey hat die Chance in Unterzahl gegen Patrick Ehelechner. Sekunden später ein Abspielfehler in der Defensive. Und was für einer. Hier. Nutznießer ist Frederik Eriksson mit einem kernigen Schlagschuss zum 3:1. Zweiter Powerplay-Treffer innerhalb von 2 Minuten. Das war der Knackpunkt der Partie. 5:3 gegen uns, gut, es war ein 5:4, aber wir sind gerade von der Strafbank gekommen und da auf der gleichen Unterzahlsituation 2 Gegentore kassieren, das war ein entscheidender Moment. Fast sieht so aus, als würde der Goalie ausweichen. Gordon haut sich den selber rein. Kein klassisches Powerplay-Tor, sondern ein Gästefehler. Und dann war längst nicht alles klar.
im zweiten Drittel, da sind wir ein bisschen zu viel nach vorne gesprungen, wollten unbedingt noch das vierte Tor, anstatt die 3-1-Führung zu verteidigen. Daraus müssen wir lernen und ja, dann schauen wir weiter. Ingolstadt schien das Spiel aus der Hand zu geben, aber die Panther bissen zurück. Zwei Minuten später, Bradley ohne Stock, Team Hambly mit dem Anschlusstreffer zum 2:3. Fizenetz und Hasse die Assists, Team Hambly, der nicht blind abzieht, sondern wartet, bis er die Lücke findet zu seinem ersten Saisontreffer. Der Kanadier bringt die Panther wieder ins Spiel. Wir haben dann unser Powerplay genutzt zum 3-1 und gerade nach dem 3-1, glaube ich, haben wir ein bisschen, hätte man das Spiel eigentlich entscheiden können. Da haben wir 4-5 hundertprozentige Chancen gehabt, die wir nicht genutzt haben. Und es passiert eben dann und dann irgendwann, wie es kommen muss, hat Ingolstadt das 3-2 geschossen. Dann ist dann eine enge Kiste geworden. Sekunden vor der Schlusssirene im zweiten Abschnitt. Erst Richard Müller, dann Tyler Buck. Wunderbar bedient hat er den Ausgleich auf dem Schläger. Nach zwei Dritteln war das eine offene Partie in diesem bayerischen Derby. Ingolstadt ist nochmal sehr gut zurückgekommen im zweiten Drittel. Wir haben defensiv nicht so gut gestanden, wie wir stehen wollten. Da kamen die zurück, haben wir natürlich ein bisschen Einladung gegeben für Ingolstadt. Aber im letzten Drittel waren wir dann wieder die alten Eistigers. Ja, es tut schon ein bisschen weh. Wir haben ein bisschen Pech dann das zweite Drittel, wo wir die zwei Gegentore kurz hintereinander kassiert haben. Und wo ich ein bisschen stolz auf die Mannschaft bin, ist, dass der 3-1 und wir gleich den 3-2 geschossen haben. Wir haben in der letzten Drittel unsere Chancen schon gehabt, die Ausgleich zu schießen, aber das ist uns leider nicht gelungen. Aber es war ein sehr gut ausgeglichenes Spiel, ein schnelles Spiel und es ist eine Werbung für Eishockey. Das letzte Drittel spielte Nürnberg im Stile eines Spitzenteams. Nahezu fehlerlos ließ man keine Chance mehr zu. Die Ausnahme, dieser Schuss von Colin Forbes. Aber Patrick Ehelechner ist zur Stelle. Kein Raum für die Panther. Und nach dem 4:2 ins leere Tor zählten die Fans in Ruhe die letzten Sekunden runter. Dann war der Rivale aus Ingolstadt zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen. Der Spitzenreiter bleibt also vorne in der Tabelle. Die Eistigers haben Grund zum Strahlen. Und doch. Wir wissen auch genau, das einzuschätzen, das ist eine momentane Aufnahme in der Liga. Wir haben erst ein paar Spiele gemacht, aber trotzdem ist es schöner, oben zu sein wie unten. Wir haben erst 9 Spiele gespielt und mit Sicherheit ist es schön, wenn man vorne stellt, aber mir ist es lieber, wenn man noch 52 Spiele vorne stellt. Nach dem gewonnenen Derby-Sieg wollten alle kindlich ausgelassen feiern. So etwas.